Mehr als ein Kapitel im FDGB-Pokal schrieb der heutige Chefredakteur Jürgen Nöldner mit. 1970 Sieg mit dem FC Vorwärts. Das Gesicht der Fußballwoche, das heißt das Gesicht Ihres Blattes, hat sich auch verändert. Was war der tiefere Grund dafür? Oberliga-Berichterstattung etwas anders aufgebaut, dafür für Internationales etwas mehr Raum, so spiegelt es sich wieder. Wir sind davon ausgegangen, dass die Fußballwoche größtenteils am Dienstag in der Republik erscheint und wir natürlich dem Leser neue Fakten und Hintergründe über den Oberliga-Fußball vermitteln wollen, sodass wir uns entschlossen haben, den fachlichen Beitrag zu kürzen, einen neuen Wert zu schaffen, den Wert der Attraktivität, der eine große Rolle im Fußball für den Zuschauer spielt, und zu den einzelnen Spielen noch eine kleine Story zu schreiben, die sich mit Fragen der Spieler befasst, aber auch zu taktischen Problemen oder zu besonderen Höhepunkten. Was ist Ihnen lieber, der Zeitdruck oder wenn man ein bisschen Ruhe hat, um alles auszuschmücken und etwas auszudeuten? Naja, es gibt ja die unterschiedlichsten Typen, nicht? Manche schreiben unter Zeitdruck am besten und formulieren, wie wir so sagen, aus dem Hut. Aber ich liebe es doch mehr, ein Spiel dann etwas mehr von der fachlichen Ebene her zu analysieren und dann etwas tiefschürfender zu schreiben. Zumal wir ja in der Fußballwoche doch einen anderen Stil haben. Wir kommen ja dann erst in der 4 Tage später oder 5 Tage später nach dem Spiel heraus und da muss man schon etwas anderes lesen als in den Tageszeitungen. Was schreiben Sie denn nun über solch ein Spiel in der Fußballwoche in der nächsten Ausgabe? Was wird denn der Leser da nun erfahren können? Wenig Erfreuliches, aber ich denke doch, dass wir in dieser Phase unseres Fußballs kritisch, ehrlich, offen sein müssen, auch wenn es manchen nicht behagt. Wir waren hier, ich muss das mal so deutlich sagen, mit dem FC Hansa gut zusammen. Wir haben harmoniert, aber wir haben auch hin und wieder doch das Gespür gehabt, dass die selbstkritische Haltung, die selbstkritische Einstellung der Spieler nicht in dem Maße vorhanden ist und dass wir dort als Sportjournalisten und als Journalisten, die wie ich nun schon viele Jahrzehnte im Fußball tätig sind, dass wir da kritisch einhaken müssen. Es gibt keine andere Alternative.